Ja, ich hatte ein sehr aufregendes Wochenende. Ja, was ist mal widerfahren? Das ist ja in meinem Leben noch nicht widerfahren, was mir da passiert ist. Ich meine, ich mache das jetzt schon länger so, ein bisschen am Laufen bleiben, mit einer kleinen Firmchen und so jetzt auch. Ne? Nimmst du ja dein Handy, tust schön ein bisschen Firmen. Ich hatte halt immer so mal ein bisschen Input, ein bisschen so Informationen holen. Ne? Ja, und da war die Demo, waren noch nicht viele Leute. Ich war sehr enttäuscht, war zu wenig Leute da, aber weil es ja viele Leute auch betrifft. Aber naja, wie gesagt, ich war ja dann auf der Domplatte, habe ich gefilmt und dann gingen die nachher, haben die einen Marsch gemacht. Ne? Und Aber dann, der war friedlich. der war friedlich. Die haben sich auch, also die dagegen waren, den Immigrationspakt, die waren friedlich, also gibt es ja nichts. Ne? Die anderen, die sogenannten Linken, die haben provoziert mit Fingerzeichen, mit, weiß ich, natürlich die üblichen Parolen, Nazi und so eine Scheiße. Da waren Frauen mit Kindern, waren mit Kindern, also, weißt du, das alte Klischee ist immer noch. Pass auf, das ist die Räucherstäbchen-Fraktion. Ich weiß ja nicht, was das ist. So, die machen so, die wissen, glaube ich, ja nicht, warum sie da stehen. Normalerweise, wenn die was im Hirn hätten, ein bisschen Gehirnschmalz noch hätten, da hätten die ja nicht da drüben stehen und hätten alles weg, da hätten sie alle zusammen da gestanden. Nämlich für das Gleiche, für alles für das Gleiche. Da ging es nicht um rechts und links, da ging es einfach nur, dass gewisse Dinge nicht gehen. So einfach ist das. Wo ist das Problem? Auf jeden Fall. Und dann drüben die sogenannten Linken. Wenn ich das gesehen habe, vermummt, die waren vermummt, Kapuzen an. Was ist das alles? Und Warum auch, zeigen die sich eigentlich nicht? kann, wahrscheinlich haben die Gründe haben, warum sie nicht gezeigt werden. Und da muss man natürlich sagen, unsere Pressefraktion, die hat immer nur Fotos von der anderen Seite gemacht. Nie fast von den Linken, immer nur alles, was angeblich rechts war. Das haben sie gemacht und das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das sind so Sachen, wo ich dann denke, ey, hier stimmt irgendwas nicht. Also man hat echt das Gefühl, die werden dafür bezahlt. Also die sind dann Richtung Tunisstraße marschiert, diese Demonstration. Ich war nicht in der Demonstration, sondern ich war an der Seite am Gehweg, also als Zuschauer. Einfach wie jeder normale Bürger, der jetzt da lang ging. So. Ich habe mein Handy genommen, habe mit dem Handy ein bisschen gefilmt. So. Und dann ging das nachher über die große Kreuzung. Ich ging auch, da habe ich mein Handy weggepackt, weil ich dachte, so, das ist das sowieso Ende, die gehen jetzt da rum und fertig. Handy in der Tasche, ging weiter geradeaus. Aber man sehe ich da so auf der rechten Seite, saßen zwei Jungs und ein Mädchen. Eine Mädchen war mit dem Handy am Spülle, keine Ahnung. Und die zwei Jungs waren vermummt. Richtig vermummt, Kapuze an alles. Und das Mädchen auch. Dann bin ich da vorbeigegangen und habe noch so einen Bogen gemacht, weil ich zum Auto, ich wollte nach Hause fahren. Dann ist einer von denen auf mich zugekommen und hat mich angegriffen. Muss man sich mal vorstellen. Der hat mich original angegriffen und hat noch was gesagt. Ich weiß nicht, was der gesagt hat, der Pisser. Aber der hat irgendwas gesagt. Also ich kam ja nicht zum Reagieren. Da kam direkt schon die Polizei. Zwei Beamte haben mich runtergedrückt, auf den Boden gedrückt, dass ich das Knie verletzt habe. Hier hab ich jetzt am Ohr, haben mich hoch fixiert und die drei, also die mich angegriffen haben, die haben sie da stehen gelassen. Um die haben sich nicht gekümmert, die haben keine Personalien aufgenommen, haben nicht gefragt, womit der geht, haben den Sachverhalt nicht erklärt, überhaupt, die wollten nichts, die wollten gar nicht wissen. Ja, auf jeden Fall haben sie mich um der Ecke, da war dieser Mensch, dieser Bartmann, ein Polizist, ich glaube, da war der Den ein. können wir ja gleich noch mal zeigen. Genau, ich habe da, der war mir vorher schon aufgefallen, wie ich da mit am Filmen war, hat er gesagt, laufen Sie nicht immer hier so zwischen den Bösen. Sag ich euch, behindere Sie doch nicht, ich mache da nur meine Foto. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Und der hat auch die Maßnahme durchgezogen mit mir. Würdest du sagen, das war jetzt Brustbewältigung für ihn, weil er Sonntag da stehen muss? Sagen wir mal so, würde ich sagen, und wenn ich ganz böse wäre, würde ich vielleicht noch sagen, der ist vielleicht links angehaucht. Also, Was er nicht, was er eigentlich im Grundsatz nicht verboten ist, aber er darf es aber nicht ausleben. genau, Er als darf das nicht auf Polizist. der Straße, er muss neutral sein, er ist Polizeibeamter. Er vertritt den Staat. Er vertritt das Gesetz und den Staat. So, und ich bin einer, der zum Auto gehen wollte, nach Hause, werde angegriffen und werde von der Polizei behandelt wie ein Schwerverbrecher. Das kann doch nicht sein. Also, der ist jetzt nicht nur Polizist, der ist auch Beschuldigter in einem Strafverfahren. Punkt. Du Weil hast ich. Strafanzeige gestellt. Selbstverständlich, ich lasse mir da nicht gefallen. Also wenn ich Scheiße baue, ich doch nicht dazu, aber ich lasse mich nicht misshandeln. Hör mal, wie ein Schwerverbrecher. Ich komme mal für Hör und sage, wären die mal überall so fleißig, wären die überall mal so durch, was sie mit mir gestern gemacht haben. Wenn die das mal durchmachen, dann wäre das hinten mit diesem Mädchen nicht passiert. Und die Leute können 2 Wochen rumlaufen und eine Haftbefehl. Also bei aller Liebe. Der hat mich so fest an der Wand gedrückt. Ich habe mir gedacht, der bricht mir der Arm. Ich weiß ja nicht, was der für Probleme hat. Der Testosteron nicht störte. Also bei aller Liebe, Hans, das kann doch nicht Sinn. So geht man doch mit Bürgern nicht um, mit Leuten um. So, ja, und dann habe ich angeblich, ich wollte eine Anzeige machen, direkt vor Ort. Angeblich wäre die auch gemacht worden.
laut Polizei. Die zwei, der Bartmann, wie ich immer nenne, ne? Und der andere Kollege, die sind direkt abgehauen, haben sich verpisst von dem, von der ganzen Situation. Da kamen andere Kollegen, die standen um mir und angeblich hätten sie kein Anzeigeblatt gehabt. Dann kommt er mit so einem Blatt Papier, da sollte ich meinen Namen draufschreiben, die Geburtsdatum und alles. Da habe ich mir gedacht, wo sind wir hier eigentlich? Und außerdem, ich hatte hier das Knie kaputt, hier verletzt, am Ohr verletzt. Habe gefragt, ob die ein Pflaster hatten für mein Knie. Habe ich noch meine Hose hochgetan und sagte, oh, das ist aber schlimm. Ja, sag ich, haben Sie mal ein Pflaster? Selbst, denn wir haben keine Verbandskasse. Ich sehe, das ist unterlassene Hilfeleistung. Also alleine das schon von dem Aspekt her. Den ist scheißegal mit den Leuten. Und wie gesagt, Anzeige hatte ich gedacht, ich hätte sie gemacht. Bin ich zur Polizei, ich hatte so ein komisches Gefühl. Bin ich zum Polizeirevier am Ewerplatz, habe ich danach gefragt. Wenn der Beamte saß da, sage ich, und dachte, ich hätte mal eine Frage, mir ist gerade das und das widerfahren, passiert. Dann sagt er, setz dich draußen. Dann habe ich mich draußen hingesetzt, habe ich gewartet, 15 Minuten, kommt er raus, hätte ja, Anzeige steht im System. Da gucke ich den Beamten an, sage ich, ja, woher wollen Sie wissen, wer das ist? Sag ich. Sie haben mich ja nicht mal zu meinem Namen gefragt. Woher wissen Sie, dass ich eine Anzeige gemacht habe? Sie müssen noch meine Personalien erstmal und dann im System nachgucken. Guckt er mir an, sagt er zu mir, ja, ja, das ist schon, hat so eine Richtigkeit. Und dann bin ich nach Hause, ich war zu Hause, mir hat das keine Ruhe gelassen. Weil wenn ich bin ein rechtsempfindender Mensch, ich kann das nicht ab. Wenn ich Scheiße baue, stand ich dazu. Aber in dem Fall, nada, nix. Bin ich nach Kalk gefahren, Walter Pauli-Ring zur Polizei, bin unten rein, hab dem Beamten die Situation erklärt, musste ich meinen Ausweis geben, wieder zu schüren, meinen Ausweis zu hoffen, habe ich die AFI wieder zu schüren bei der Anzeige. Hat der nachgeguckt, sagt er zu mir, im System steht nichts, ist keine Anzeige gemacht worden. Hören Sie, mir ist der Spuckeblecke, ich hatte gerade Haarausfall. Ich wollte das nicht glauben. Dann sagt er, es ist nichts gemacht worden. Da muss man mal vorstellen, die haben mich versucht zu verarschen, die wollten das unter dem Teppich kehren. Dann muss ich das mal reinziehen. Und da hat der Beamte zu mir gesagt, Sie können gerne bei der Kriminalpolizei eine Anzeige erstatten. Ich habe das gestern Abend um 10:30 gemacht, muss man sich mal vorstellen. Habe ich eine richtige Anzeige gemacht, die haben es richtig gemacht mit meinen Daten, mit dem Pass, wie es sich in einem Rechtsstaat gehört, wie es sein soll. Was das jetzt, wo das jetzt hingeht und nicht, ich habe auf jeden Fall ein Aktenzeichen, das weiß ich nicht. Und wie gesagt, es waren sehr viele Leute an der Demo, die haben das gesehen und mitbekommen. Zeugen gibt es genug, die das bezeugen können. Und außerdem haben die Leute sich alle bei mir gemeldet. Wenn irgendwas sein wollte, vor Gericht oder sonst was, die stehen gerne als Zeuge zur Verfügung. So. Und jemand hat das noch gefilmt mit dem Handy, die ganze Aktion mit dem Handy gefilmt. So, es ist ein Filmchen da, wo man sehen kann, was die Beamten gemacht haben, was sie nicht gemacht haben. Das kann man sehen. Also die haben ihren Job nicht gut getan gestern.